und willkommen zu einem neuen Video von euren kleinen Gartendomer. Ja, ich sitze auf meinem großen Kramer. Ich habe gestern schon angefangen, habe aber gestern die Kamera daheim liegen lassen. Deswegen habe ich es nicht gefilmt. Aber das Video war der Nachmittag im Märzen der Bauer. In meinem Fall im Märzen der Bauer den Kramer vorspannt und bringt den Schuss eine, ja, Felder und Wiesen. Ja, jetzt waren einige Aufschreier. Was machst du mit dem Ackerglied raus? Bist denn du wahnsinnig? Du kannst es doch nicht rumklauen. Ihr wisst, ich habe also die Kanten dort. Muss jetzt, da ist der dunklere Teil, da ist der hellere Teil. Bis daher, wo der hellere Teil ist, das war das alte Äpfelbeet. Die Flächen habe ich jetzt einmal komplett geackert und ich ziehe jetzt noch einige Bahnen runterwärts. Ihr seht die Flächen, die gibt schon noch ein ganzes Stück. Es ist aktuell immer noch mehr wie ein Hektar. Ich habe heuer beschlossen, ich brauche nicht ganz so viel Heu. Und Silo, was? Ja, da machen wir den ersten Schnitt vielleicht. Mal schauen, Grünfutter oder machen wir den ersten Schnitt Silo oder keine Ahnung. Und den zweiten Schnitt ohne dann machen wir Silo. Das muss ich sehen. Ich habe auf jeden Fall gesagt, sehr viel Futterbrei, nicht? Weil ihr seht da oben noch meine Siloballen, das sind auch noch eigentlich da. Und die aktuelle Situation, getrave Teile, ich brauche für die Säue immer ein wenig getrave. Also die Säue unten, die fressen ja geschrudert, Was, Habern, Gerschen. Und ja, die Hühner mache ich auch so eine Mixtur, Habern, Gerschen, Was und ein wenig Mais. Mais kann ich auf der Fläche im großen Ding nicht anbauen, weil wir ja Home haben. Da hast du dann Erosion wie Sau, wenn es aber einen Stahlgring gibt, aber normal es getrave gibt. Und ich habe jetzt entschieden, ich mache heuer ein paar Summerungen rein. Das heißt, es bleibt auf jeden Fall da noch genug übrig. Ich ziehe aber trotzdem noch, naja, vielleicht 9 bis 10 Meter mehr und setze in die Flächen da der Reihe einmal gleich die Kartoffeln, setze da der Reihe an Gersten, setze da der Reihe an Habern, setze da der Reihe an Was und natürlich wieder, das wird im Anschluss vom Äpfelbeet mitkommen, Futterrüben und ein wenig Mais kommt wieder rein. Von dem jeweils ein wenig mehr, weil das hat sich ganz gut bewährt. Die Viecher haben es gerne gefressen, deswegen von dem auch ein wenig mehr. Lieber habe ich ein wenig mehr Futter als zu wenig. Und wie gesagt, Getragehafen, das ist keine Option im Moment. Die Preise, die steigen durch die Decken. Das, auch jeder sieht es. Das geht immer nur noch aufwärts. Gerade jetzt dann unten mit dem Krieg in der Ukraine und mit ganzer Rohstoffverknappung und alles. Dann ist einmal an der Zeit, dann muss man mal ein wenig umdenken. Da oben, das Grüne, das soll einmal der Raps werden. Ob das was wird, wissen wir nicht. Der Vater will ihn einfach stehen lassen. Dann wird es halt eine Summelbegrünung. Zur Not mähe ich ihn einfach für die Viecher ab. Dann war er auch Futter. Also das werden wir sehen. Und deswegen auch das Ackerglied raus. An der alten Vor breche ich jetzt noch rum. Das wird wie gesagt dann getragen. Ich habe die anderen Wiesen ja auch noch und mein Stottel ist brechend voll. Jetzt war theoretisch noch ein Raum, aber da bräuchte ich noch ein Bretter rein. Das ist ein einsturzgefederter Teil. Da sind die Bretter, die drin sind, nicht mehr ganz. Naja, da müssen wir quasi erst ein wenig renovieren, dann könnte ich mehr lochen. Aber ich habe im letzten Jahr 1220 Ballen gehabt. Und ja, ich habe da davor ein Achtel vielleicht bislang gebraucht. Im Sommer wird sowieso der Bedarf weniger, weil es ja mehr Grünfutter gibt. Und in dem Fall habe ich gesagt, nee, dann schaue ich, dass ich statt einen Haufen wieder an Holze haben und einen Haufen Silo, was ich dann gar nicht so viel kriege, schaue ich, dass ich ein wenig Getrag für die Viecher noch zusammenbringe. Dann muss ich es nicht kaufen und das ist auch nicht verkehrt. Ja, und warum nehme ich den großen Kram jetzt im Ackern? Warum nehme ich nicht den Land oder warum nehme ich nicht den IHC? Das hat einen ganz einfachen Grund. Wir danken ganz normal an der Tankstelle. Ich habe keine Agrardiesel, ich kriege keine Rückvergütung. Ich gehe an die Tankstelle und zahle aktuell, das war gestern, der günstigste Preis in Kulmbach, 1,95 Euro für den Liter Diesel. 1,95 Euro für den Liter Diesel. Das sind fast 4 Mark. Für einen Liter Sprit, das ist nicht mehr, die sind bescheuert. Da kannst du die Apotheken angeben. Du kommst da wieder vor. Wenn ich den IHC nehme, der braucht so viel Sprit dafür. Der Kramer
hat einen Deutz-Motor drin. Der hat 1,8 Liter Hubraum, 28 PS. Warum soll ich einen Bulldog mit rund 100 PS nehmen, mit einem großen, über 4 Liter Motor, der einen Haufen Sprit braucht dafür, für dieselbe Arbeit, die der mit dem genauso erledigen kann, vielleicht in 5 Minuten länger. Ich habe gestern für das Stück, was ich da oben gemacht habe, ich habe gemessen, 5 Liter Sprit gebraucht. 5 Liter. Das sind umgerechnet für die Flächenackern. Was war denn das? 0,5 Hektar vielleicht. Auf 0,5 Hektar 5 Liter Sprit. 5 Liter Sprit sind ca. 10 Euro für das Dreher. Hätte ich mit IHC nie gemacht. Mit dem IHC, da wäre ich zwar schneller fertig gewesen, hätte aber wahrscheinlich, da gehe ich ganz schwer davon aus, an die 20 bis 30 Liter Sprit dafür gebraucht. Der Bulldog, der braucht einfach mehr Kraftstoff, der hat Allrad drin, der ist schwerer, der muss sich in Bewegung setzen, der Pflug ist schwerer hinten dran, der Pflug geht eventuell ein wenig tiefer rein. Den hätte ich flacher gestellt, sowieso, weil sehr tief brauche ich nicht für Summierungen. Aber es ist utopisch, idiotisch, einen Haufen Sprit auszufahren, wenn es mit dem auch geht. So, und jetzt legen wir los, weil sonst labere ich wieder ewig und ihr denkt euch bloß, das ist ein Aff, der soll nicht bloß reden, der soll machen.
Angeln bin ich fertig. Der Eichepfluch und der Kram und der Grusas sind wieder aufgerammt. Ja, so schaut das Ganze jetzt aus. Ich habe es da vorhin bloß noch zugeputzt, also die Ränder außen. Ja, ich habe es jetzt insgesamt noch einmal circa, kannst du sagen, je nachdem, ob der Bulldog genau die 45 immer erwischt hat, also circa 9 Meter Breite gemacht. Und ja, das ist die Fläche, da kommt Getran rein. Das ist die Fläche, da ist Raps drin. Ja, das ist scheiße gewesen, die Siloballen da zu lachen, weil da mussten wir hinter und da war es feucht. Naja, nee, da ist der Raps. Ich kann euch jetzt einmal zeigen, wenn ich einen finde. Also es ist schon Raps da. Aber der ist halt, ja, ich kenne mich mit Raps nicht aus, aber ich sage, der ist scheiße. Gucken wir mal, brauche ich jetzt vielleicht auch ein wenig an Dünger. Könnt's auch, da kommt aber leider Gottes auch auf andere Scheiß mit durch. Ja, naja, das war, ich habe es auch gesagt, alles ein wenig knall auf Fall. Wir haben gedroschen gehabt, eine Woche später gegrubbelt gehabt und ein paar Tage drauf ist gesät worden. Wir hätten wesentlich mehr Zeit dazwischen gebraucht, viel früher dreschen, direkt nach dem Dreschen grubbeln und dann hätten wir normalerweise liegen lassen müssen und das Unkraut noch einmal bekämpfen oder man hätte es halt spritzen müssen. Man sieht schon, da kommt lauter Zeug rauf, das will man eigentlich nicht. Ja, da sind Rapspflänzler. Es sind schon welche da, wie gesagt, ob er was wird oder nicht. Der Vater hat jetzt entschieden, wir lassen ihn einfach. Wenn er was war, das recht, wenn er nichts wird, dann war da halt nichts. Dann wurde das Lehrgeld bezahlt, ja, das ist klar. Da waren dann eigentlich auch sagen, ihr seid aber blöd, da schmeißt das Geld dann da wieder raus, da fährst du mit dem Bulldog das Spritzpost und da fährst du es dann. Es ist halt so. Es war, wie gesagt, nicht optimal. Kann man nicht ändern. Wenn es was war, das recht und wenn es nichts war, ja, mein Gott, ohne Geld. Nicht euer. So, wie gesagt, also das ist jetzt das Geagerda-Stück. Ich habe beim Zuputzen dann außen angefangen, habe noch innen gedreht, dass ich da Furchen gehabt habe. Und dann habe ich noch außen geagert. Deswegen ist jetzt die Furchen ein Stück weiter drin. Und das zieht man dann mit der Kreiseladen quasi gut zu. Das soll nicht wieder funktionieren, hat sich eigentlich immer bewährt. Ja, es sind recht gute Schollen. Die erste Bahn, wo ich geagert habe, ist natürlich eigentlich die entscheidende. Und die hat aber richtig Eiche gemacht. Das war halt der Boden saumäßig gefroren und der Bulldog hat nicht so recht gebackt und dann ist er durchgerutscht und ja, ich sag mal, das Feld macht halt ein wenig einen Buben, ne? Aber wir sind ja doch nicht beim Schönheitswettbewerb und es interessiert mich eigentlich auch nicht, ob das jetzt schön ist oder nicht. Mir geht es darum, ich will da getran sehen und ob das Feld dabei ein bisschen lag rum ist oder ob das Feld schnurgrot ist, spielt eigentlich nicht wirklich eine Rolle. Freilich hätte ich jetzt hergehen können und hätte jetzt da sagen können, ja, mit dem Fluch da noch sauber hergeagert, dass das da so richtig schöner, sauberer Linie gibt. Aber ich war mir nicht sicher, da ist eigentlich schon Raps. Deswegen, ich habe eigentlich da angesetzt, wo der Raps ist, wo ich gewusst habe, dass er ist. Man hat da beim Anfang auch vom Agen auch gesehen, da ist ein gewisser Kanten drin, die Struktur. Da unten das, was letztes Jahr gemäht worden ist als Agerglieros. Und man hat gesehen, wo eigentlich gegrubbert ist, beziehungsweise wo halt eingesät worden ist. Den Unterschied hat man schon gesehen und ich bin eigentlich an der Furchen entlang. Und wenn es jetzt dabei ein wenig krumm ist, dann, ja, wie gesagt, das ist relativ. Den Rest macht die Kreiseladen, die zieht es dann wieder ein wenig zu. Wie gesagt, einen Schönheitswettbewerb will ich da gar nicht gewinnen. Ich möchte da einen Vas, einen Haben und einen Gersten holen. Und ich möchte Äpfel rein da. Ich muss ja mal schauen, wie wir es dann heute mit den Äpfeln machen. Normal machen wir ja ein Biedler. Zack, zack, zack. Einfach so ein Viereck. Ich bin aber am überlegen, nachdem ich das jetzt so schön lang gezogen habe, ob ich die Äpfel einmal komplett die Reihe hinter, aber das ist auch wieder blöd. Ein Stück aller Länge hinter kann ich es auch machen, aber wenn ich es ein bisschen hinter mache, ist es blöd. Weil Äpfel ganz da hinten. Mal gucken. Das weiß ich noch nicht. Das überlege ich mir noch, wie ich das mache. Das muss ich mit dem Vorderarm mal abklären. Heute ist ja eh Premiere, die neue Maschine mal ausprobieren. Da habe ich mir schon extra größere Äpfel bestellt, keine Drillkartoffeln, weil die fallen mir garantiert unten durch. Obwohl, könnten auch gehen, aber man muss ja nicht drauf anlegen. Naja, wie gesagt, schauen wir halt einmal.
Siloballen waren auch langsam wenige. 2, 4, 6, 8, 10 Stück noch. Ja, bloß die muss ich dann am umschlichten. Weil die Kreiseladen steht ja da drin. Und dann müssen die Ballen da weg. Dann müssen die Ballen am besten da auf zu der Halle, wo ich gesagt habe. Naja, dann war das auch gut. Ja, jetzt, wie gesagt, mit dem Agent bin ich fertig. Das bleibt jetzt erst einmal so liegen. Ja, das trocknet aus und überhaupt. Ist ja der Absicht gewesen. Frost soll ein wenig drüber, dass die Gluten ein wenig kleiner waren, dass die auch Brocken ein wenig zerkleinert waren. Und dann, ja, Kreisladen und Neiseher. Am besten in Kombination. Geht am schnellsten und am einfachsten. Ja, mal gucken. Ja, Container erbert auch, so wie er soll. Blub. Blub. Langsam und bestätigt kommt da die Jauche raus. Schön. Sammelt sich, ja. Also auch da geht es bei mir weiter. Dann gibt es hier noch das Update zum IBC-Tank. Jetzt sieht man es außen schon. Baba, wir haben schon schöne Ladung. Es wird. Ne? Schaut doch schon gut aus. Und er wird auch schwer. Schön. Und jetzt noch das kurze Update zu innen drin. Ja, meiner Stimme müsste ich auch noch schön. Da bin ich auch irgendwie nicht dazu gekommen. Zeit mehr gehabt. Ja, innen wird es auch langsam mehr Sicht mehr. Langsam. Ich schlichte immer mit der Gabel ein wenig auf. Zack, zack, zack. Wieder ein wenig um auf den Haufen drauf und schon ist er wieder kleiner. Und dann sackt er wieder zusammen. Und dann schmeiße ich wieder was drauf. Da vorne, das war so richtig schön kompakt und verdicht. Es dampft wie Sau. Hat auch schön warm, also in den Haufen, wenn du reinsteckst, da kommt auch Hitze entgegen. Puh, da wird es auch warm beim Umschlichten. Aber da ist noch genug Luft noch hinten, wie das echt. Also da geht noch was. Da wollen wir noch keine Gedanken machen. So, jetzt mache ich mit meiner Arbeit weiter. Ich tue jetzt im Moment noch Heu und Stroh auffüllen. Zumindest ein bisschen was. Oh, mein Auto müsste ich vielleicht vorher noch parken, sonst steht er im Weg. Tja, andere haben Quaderballen. Ich habe lauter Glanerballen und du so eine Schaufel. Und wir haben Quaderballen. Ja, zwei habe ich runtergeschmissen, die sind aufgeplatzt. Die habe ich schön in den Korb dort neu. Also, ein Teil davon, der andere Teil liegt da. Das war mir unsanft runtergeschmissen, die sind hängen geblieben. Naja, auch nicht schlimm, weil die Schweine brauche ich auch immer. Und das Loserzeug so in das Kabel neu, runtergedrungen, eingestreut. Fertig ist der Lack. Jo, gut. Ja, sind wir vorhin, wie gesagt, Radlade. Ich räume aber jetzt erst noch mein Auto auf, weil der steht nämlich jetzt gerade ganz ungünstig. Dann habe ich aber Hausen geparkt gehabt, welchem Agen, weil ich auch eine Bulldog und noch eine Fluch nehmen musste. Jetzt kann er dann wieder geparkt werden und dann passt das auch. Das machen wir noch schnell.
Synchron gearbeitet, also vorhin eingerammt und gleich nebenbei auch schon Luft für die Schweine durchgelassen. Achso, weil wir gerade dabei sind. Ich bin auch mal gefragt worden, weil ich für die Hühner schruden tue, wie denn das Schrot für die Hühner ausschaut. Das ist in der Tornado drin. Und so schaut das aus. Ganz normal mit der Schrotmüll. Das ist fast Mehl. Das sind Spelzen dabei. Gruberanteile. Aber es ist fast wie Mehl. Was füttere ich dazu? Ich füttere zu Lidikorn. Und was wir noch ein wenig kriegen, das sind ein paar getrunkene Mehlwürmer und natürlich Gemüse und Obst. Ja, hat sich bewährt. Ich tue noch keinen ganzen Was dazu, braucht es nicht. Die vertragen das. Und
wie sich gezeigt hat, denen geht es besser als die ganzen Jungen vorher, wo ich ihnen was im Ganzen gegeben habe. Die vertragen das scheinbar besser. Soll mir recht sein, also füttern wir das. Nur gut, Radlader wieder da unten stehen. Der war vor der Halle gestanden, weil in der Halle ist eingeschwört, dass jetzt nicht das Rolltor aufgemacht wird. Und dann sind wir fertig. So ein altes Schwein. Ja, wer sich fragt, wer ist der Fritz? Haben wir ja noch nie gesehen. Also es ist nicht ohne Katz, der hat sich da hergezogen. Keine Ahnung, wem er eigentlich gehört. Der wohnt da bei uns im Stadl, da oben ist er, falls man ihn überhaupt kennt. Grüß dich! Der ist recht scheu. Kommt aber immer mal mit zum Fressen. Naja, welche uns. Haben wir kein Problem damit. Der hat sich hergezogen, ist ein kastrierter Kater, total scheu. Läuft schon eine ganze Zeit lang da rum. Spielt immer mal mit meinen Tiger. Wer weiß, wie gesagt. Wenn er will, soll er da bleiben. Habe ich kein Problem damit. Er markiert halt genauso wie mein Tiger alles, was irgendwo steht. Seins. Weil der Tiger, der Kater ist ja immer gut, der stellt sich um meinen Bulldog noch und sagt dem Bulldog an. Alter Sau. Na gut, haben wir das auch. So Freunde, an dieser Stelle verabschiede ich mich jetzt dann von euch. Ja, das war's für dieses Video. Wie es im Ackerbau weitergeht, das seht ihr dann im nächsten. Ich muss auch mal schauen, wir werden es mit der Geißelarten dann klar machen. Und ja, gleich Eisäher. Mal schauen. Ja, wie gesagt, wie ich die Äpfel anlege, weiß ich noch nicht genau. Aber das sehe ich alles noch. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt einen schönen Restsonntag und wir hören uns wieder. Bis dann. Servus.